Hallo meine lieben Eulchen, schön, dass ihr da seid. Ich bin heute etwas genervt und ich sage euch jetzt auch warum. Ich habe mich jetzt schon öfter an Likör versucht und er schmeckt jedes Mal zum... Naja. Und jetzt habe ich in den Foren gesucht, habe gedacht, mal sehen, was andere zu Likör schreiben. Und jeder sagt, der Toffifee-Likör wäre ein Renner. Und deswegen möchte ich den heute zusammen mit euch machen. Allerdings mache ich jetzt mal wirklich nur eine ganz kleine Portion, möchte ich fast schon sagen. Ich wollte kleine Fläschchen machen, weil ich mich jedes Mal aufrege, wenn ich was Neues probiere und dann schmeckt es nicht und du musst alles wegkippen. Und ganz ehrlich, also das Geld wächst nicht auf Bäumen, ich sehe es nicht mehr ein. Wir wollen mal starten und zwar wie folgt. Ich habe hier jetzt so einen kleinen Messbecher erstmal oben reingesetzt. Waage an, da kommt jetzt alles rein, was nachher zugegeben wird. Und zwar sind das 100 Wodka, 100 Wodka. Ihr könnt auch Doppelkorn nehmen. Das ist kein Thema. Ich finde, geschmacklich tut sich da auch nicht viel. Dann sind es 100 Sahne. Oh, gekleckert. Und 50 Gramm Milch. Hier wahlweise auch Kondensmilch. Was ist denn da draußen schon wieder los? Oh, jetzt gehen sie alle in die Disco. Das haben wir alles drin. Stellen wir jetzt erstmal zur Seite. In den Mixer selber, ich muss hier erstmal das wegkitschen. So. Kommen jetzt. Ach, von 15 die Hälfte ist ja ein bisschen schlecht. Machen wir 16 oder 14. Ach egal, wir wollen es ja auch ein bisschen schön schokig haben. Ich mache jetzt mal 8 gefrorene Toffifees hier rein. 4, 6, 8 und habe vergessen, mir ein Tüchlein zu holen. Weil der Thermomix, der macht das ja wirklich sowas von fein bei Puderzucker. Ach Quatsch, was mache ich denn hier heute, sagt mein. So, ich habe ja mal von der Thermomix-Beraterin gehört, man soll das nicht machen. Weil hier denn vielleicht das Ding hochfliegt, keine Ahnung, oder was auch immer einem um die Ohren fällt. Ich meine, man muss ja auch nicht draufdrücken wie ein Pferd, dann funktioniert das auch. So, und zwar die 8 gefrorenen Toffifees, 20 Sekunden, auf Stufe 10 schön klein machen. Ich hoffe, ihr hattet vorher die Lautstärke runtergedreht, weil sonst seid ihr jetzt taub. Wir gucken uns das Resultat an. Erstmal hier schon weg, das ist sehr gut. Oh, das ist ja wirklich klasse geworden. Hier hängt aber ein kleines bisschen am Rand. Also das ist wirklich ein Pulver. Toll. So. Dazu kommen jetzt, achso, vielleicht sollte ich den Deckel ablassen. Sag mal, bin ich verwirrt? Ist das der Kohlenhydratmangel oder was ist da los? Jetzt ist es so, wie gesagt, ich mache ein halbes Rezept. Ich kann aber ein Ei so schlecht teilen. Deswegen kommt jetzt trotzdem ein ganzes Ei rein. Müssen wir einfach probieren, ob es geht. Und wir benötigen 50 Gramm Zucker. Diese Masse wird jetzt 5 Minuten, 90 Grad, Stufe 3. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bin. Toll, toll, toll. Es duftet schon super. Aber noch ist auch kein Likör. Wir schauen mal rein. Ja, alles schön geschmolzen. Es
muss auch schon mal so probiert werden. Cool. Super. So. Jetzt wieder gleiche Zeit einstellen. 5 Minuten. Wieder die 90 Grad. Und auch Stufe 3. Und was wir vorher ja abgefüllt haben, das kommt jetzt nach und nach durch die Deckelöffnung dazu. Ich leg los. Wir lassen uns überraschen. Fertig. Riechen tut es echt gut. Ja. Bin ich gerade am Überlegen, ob ich jetzt eine große Flasche gleich voll mache. Oder erstmal die kleinen futzligen. Weil eine wollte ich gerne verschenken, falls es schmecken sollte. Ich fülle mal hier kurz um. Und dann mache ich die Probe. Das ist auf jeden Fall schön dicklich. Hui. So sieht mein Fläschchen aus. Aber jetzt habe ich ja immer noch nicht probiert und ich habe mir mein Likörglas geholt. Ich habe jetzt echt schon Panik. Die Konsistenz finde ich super, muss ich sagen. Das, was ich da letztes Mal gesagt habe, mein Gott, das ging ja gar nicht. Das riecht echt lecker. Ehrlich, der ist super. Ein Schlöckchen hier. Mmh. Oh, der ist toll. Der ist wirklich schön cremig. Würde mich ja echt interessieren, wie cremig der wohl ist, wenn man den mit Kondensmilch gemacht hätte. Es muss ja dann noch cremiger sein. Der Wodka, den merkt man wirklich fast gar nicht. Schön, ganz zart so. Ja, die Schokolade. Toll. Der ist geil. Und da freue ich mich schon, die Flasche zu verschenken. Meine Kollegin hat sich nämlich schon beschwert und gesagt, immer wenn du was für mich machst, dann bringst du nichts mit, weil es denn nicht geschmeckt hat. Aber es war ja leider so. Ich kann ja nicht Sachen verschenken, die wirklich bescheiden sind. Da mache ich aber auch keine Werbung, ne? Also ich kann nur sagen, ich schenke mir jetzt noch ein Gläschen ein. Da würde ich sagen, trinken wir mal auf euch. Denn ihr macht das im Endeffekt ja alles möglich. Ich sage vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mmh. Geil.